Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Neues Outfit für Brucker Citybus. Musikgenuss auf der Brucker Moinsel und das Wetter am Wochenende wieder mehr Sonne. Der öffentliche Verkehr liegt stark im Trend. Statistiken beweisen, dass immer mehr Leute aller Altersstufen ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen. Es ist nicht nur ein guter Dienst an der Umwelt, sondern dient auch der eigenen Lebensqualität. Weg von stressigen Autofahrten, hin zu bequemen und günstigen Fortbewegung. Die Stadt Bruck an der Mur hatte eine besonders erfreuliche Verkehrseinrichtung geschaffen. Das Design lädt dazu ein, auch dem künftigen Verkehrstrend Rechnung zu tragen. Die Mürzsaler Verkehrsgesellschaft ist in ihrem Bereich den anderen immer eine Nase voraus. Ganz sicher, der öffentliche Verkehr ist in der Hochsteiermark, in der Stadt Bruck an der Mur, wirklich Lebensqualität. Und die Städte in der Hochsteiermark sind wirklich federführend in der ganzen Steiermark, wenn es darum geht, Citybusbetriebe zu inszenieren. In Bruck an der Mur fahren wir seit einem Jahr mit dem Citybus nach Obereich und St. Dionysen, dem neuen Ortsteil von Bruck an der Mur. Und der Citybus wird zum Glück gut angenommen, aber man muss halt zuerst ein Angebot hergeben. Und wenn das Angebot da ist, sieht man, dass auch ein Bedarf gegeben ist. Für eine Stadt ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ein Teil der Mobilitätsmöglichkeiten der Bürger. So ist es erfreulich, dass der erste Mann in der Stadt Bruck an der Mur diesem Kommunalbereich einen besonderen Stellenwert gibt. Bereits vor der Fusionierung mit Oberreich wurde der neue Stadtteil Oberreich an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt Bruck an der Mur angebunden. Wir bieten einen Einstundentakt, eben auch der Bevölkerung des neuen Stadtteils jetzt die Möglichkeit, hier das Stadtzentrum und den Bahnhof zu erreichen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Infrastrukturanrichtung und wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und natürlich geht es auch um die Darstellung nach außen. Wir haben hier diesen Bus wirklich mit einem Foto versehen, wo wir die Lebensfreude in unserer Stadt auch vermitteln möchten. Es sind Kinder unserer neuen Mittelschule, natürlich auch aus dem neuen Stadtteil Oberreich, die hier abgebildet wurden und die hier sozusagen das Stadtbild von Bruck in Zukunft prägen werden. Vielseitig sind die Aufgaben für einen Verantwortlichen des Unternehmensbereiches Verkehr. Rationell und doch fortschrittlich sind die Bemühungen des Verkehrsleiters. Es ist ganz wichtig, dass der Kunde und die Kundin von zu Hause wegkommt, vielleicht mit dem Rad zur Bushaltestelle, dann mit dem Bus weiter, dass eben das Auto immer unattraktiver wird. Und hier sind wir auch sehr als Partner gefragt bei Gemeinden oder Städten, wo wir eine individuelle Verkehrslösung anbieten, dass die Mobilitätskette gewahrt ist. Ich glaube auch, dass der Bürger gerne bereit ist, ein bisschen mitzuhelfen im öffentlichen Verkehr, denn es dient ja eigentlich in erster Linie dem Bürger. Genau, da haben wir seitens Mürztaler Verkehrs-GmbH auch die große Bitte an jede Bürgerin und Bürger, wenn es Probleme gibt oder irgendwelche Wünsche, wie wir den ÖV noch verbessern können, dann bitte jederzeit an die Gemeinde oder direkt an uns. Wir sind für jeden Wunsch offen, um das zu verbessern. Die Außengestaltung eines solchen Verkehrsmittels ist gleichzeitig Sympathieträger. Musik und Genuss auf der Brucker Murinsel. Für den kulinarischen Genuss sorgte das Restaurant SC Treff, für den Ohrenschmaus waren gleich mehrere zuständig. Die Schlagersängerin Christa Fartek, die Schlager- und Country-Sänger Emmerich Schmidlechner und Hannes Lanz. Die heurigen Atmosphäre zusammen mit Live-Musik ist allein schon ein besonderer Genuss. Musik, es schafft eine gute Atmosphäre. Ist auch ein Genuss, Musik, ja. Und ich glaube, da können wir alle zustimmen. Und wenn man ein bisschen was Gutes dazu zu essen hat, dann wird das Ganze noch viel besser. Und auch die Schlagersängerin weiß eine rustikale Bretteljause durchaus zu schätzen. Allerdings nicht vor dem Auftritt. Meistens hat man schon Hunger, nur das ist vor dem Auftritt ist das wirklich nicht so gut, mit einem vollen Magen zu singen. Es nimmt ein bisschen Energie. Das heißt, man achtet schon darauf, wenn man was isst, dass es nicht allzu schwer ist. Und dann kommt auch meistens die Aufregung und der Stress hinzu. Ah, da lässt man das am besten weg. Also den meisten meiner Kollegen geht es auch gleich. Aber danach, Emmy, ja. Danach geht es dann wirklich los zum großen Essen, ja. Obwohl es innerhalb der Schlagergruppe ein herzliches Miteinander gibt,
muss einer die verschiedenen Aufgaben koordinieren. Diesen Job übernimmt der Bassist Emmerich Schmidlechner. Ich bin Mädchen für alles, sagen wir so. Es gibt keinen Chef. Die Zeiten sind vorbei. Es gibt nur ein Miteinander. Aber gewisse Sachen muss man koordinieren und ordnen. Und das ist eigentlich mein Job. Der Vollblutmusiker Schmidlechner fühlt sich auf vielen Terrains zu Hause und lässt sich in kein Schema pressen. Jede Musik hat was Eigenes, jeder Stil hat was Eigenes. Rock, würde ich sagen, war nicht mein Beginn. Ich habe mit der Klassik begonnen und bin dann nach meiner Schulzeit eigentlich sehr schnell zur Country-Musik gekommen und hatte da Willie Nelson als Vorbild, also auch die Jazz-Elemente und so. Und habe dann gedingelt mit diversen Musikern und es war immer irgendwie ein Anliegen, verschiedene Sparten zusammenzuführen. Und das ist in dieser Sache uns wirklich sehr gut gelungen. Hannes zum Beispiel war in der volkstümlichen Musik auch tätig. Man hört ja, wie er Akkordeon spielt, wie kaum ein anderer. Von seiner Stimme rede ich gleich gar nicht. Und bei der Christa ist das Gleiche. Wir haben diese Country-Elemente jetzt schon sehr gut eingeführt und wir arbeiten an uns. Jeder mit seinen Möglichkeiten und jeder bringt seine Elemente eben rein. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Der beliebte Schlagersänger Hannes Lanz präsentierte seine neue Single Mitten im Leben. Schon früh von seinen Eltern musikalisch gefördert, wandte er sich der volkstümlichen Musik zu. Ja, grundsätzlich komme ich von der Volksmusik. Ich habe 26 Jahre eine Band gehabt. Und da haben wir den Oberkrainer gespielt, den traditionellen, wir haben natürlich die ganze Tanzmusikpalette gespielt. Aber ich habe Oberkrainer Akkordeon gelernt und die wenigsten wissen auch, dass ich auch Schlagzeug gelernt habe. Und natürlich ist es immer schön, also meine Christa Fatek, die meine Mentorin ist, hat eigentlich dann vor 2 Jahren angerufen, du pack den Akkordeon wieder aus, ich möchte, dass du mich mit dem Akkordeon begleitest. Und ich bin ihr eigentlich sehr dankbar, weil dieses Akkordeon ist 2 Jahre im Büro gestanden, aber es funktioniert schon langsam wieder und schon langsam geht es schon wieder besser beim Spielen. Also ein bisschen proben wieder, dann geht schon. 2011 trennte er sich von seiner Band und begann eine äußerst erfolgreiche Karriere als Solosänger. Das hat sich vor 2,5 Jahren ergeben, dass ich das Solo-Projekt gestartet habe. Ich habe mittlerweile 4 Singles produziert, die ich im Rundfunk sehr gut untergebracht habe. Ich bin auch sehr stolz, es läuft mein Video momentan in Deutschland bei 2 Sendern. Und geplant ist eigentlich in 10 bis 12 Monaten ein ganzes Album zu machen. Wir starten durch zum Anfang. Wir starten durch zum Beginn. Komm, lass uns alles tun, wirklich alles tun, denn wir wollen dorthin. Wir starten durch zum Anfang. Die Weichen sind gestellt, alles ist nichts, sicher nichts, wenn die Liebe fehlt. Du, die Sonne färbt die Wolken rot. Dieser schöne Moment, wenn der Himmel brennt, gibt uns wieder Kraft und Mut. Wer den jetzt den Aufbruch spürt, haben keine Zeit zu verlieren, wollen wieder zurück, zurück ins Glück. Die ideale Kombination von Musik und kulinarischem Genuss lässt in dem schönen Ambiente der Murinsel das Gefühl aufkommen, mitten im Leben zu sein. Heute war es noch wechselhaft mit Wolken und ein wenig Regen bei maximal 22 Grad. Das Wochenende wird wieder etwas wärmer und auch die Sonne lässt sich öfter blicken. Auch die Temperaturen steigen wieder an. Mehr als 25 Grad sind aber nicht drinnen.